Hallo kleiner Sachs und willkommen zu den... Okay, ein richtiges Video ist es nicht. Leute, ratet einfach mal, was das Video ist, was das schlechteste Like-Dislike-Klick-Verhältnis auf meinem ganzen Kanal hat. Richtig, das Best of 2017. Und deshalb, willkommen zum Best of 2018. Woo! Hä? Weil ich mag halt Klicks, Abos und Likes, das finde ich auch ganz geil. Ne. Und dann würde ich auch schon sagen... Los geht's. Quarko Best of. Das ist Best. Das Video wirklich saugut und das war bestimmt auch sau viel Arbeit. Ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist fake. Ficken macht so viel Spaß, wenn man zu zweit im Bett liegt. Dies, Leute. Steht ihr auf Explosionen? Schmerzen? Hör endlich auf damit, um den heißen Brei herumzureden, du kleiner Keck. Normalerweise hätte ich ja schon längst abgeschaltet, du Stück Kot. Doch vorher will ich wenigstens wissen, was ich überhaupt aufgrund meines zu kleinen Penises dislike. Und da der Titel noch inhaltsloser als Leon Mascheres Videos sind, bleibt mir nichts anderes übrig, als zu warten, bis du kleiner Go endlich den Titel des Spieles nennst, du Dreck. Irgendwas fehlt hier. Ich hab's. Wo ist mein Handy? Yo, hier Crazy Jimmy. Yo, Crazy Jimmy, sag mal, hast du ein bisschen Kokain für mich? Klar, für dich doch immer, Brudi. Das ist mal ein Wort. Wo wirfst du denn hin, meine Fresse? Gott, ich liebe Kokain. Ransom, zock mal Flakboy. Und Chris Daniel, der alte Mongo-Fotze. Nein. Hallo meine kleinen Aslaks und willkommen zurück zu einem neuen, super, mega geilen, schmackhaften Video auf meinem Kanal. Digga, Miss Killerblick. Ja, auf jeden Fall, sie hat gesagt, und hier bitte nicht mehr die Möwen füttern oder irgendwie anders provozieren, denn die ficken euch härter in den Arsch als drei tätowierte Schwarze im Knast. Ja, auf jeden Fall meinte er dann so, hey, du bekommst mein komplettes Kleingeld, wenn du mit einem Sandwich bewaffnet in die Menge Möwen da vorne rennst. Du dumme Fotze. Was dann geschah, könnte ich, glaube ich, schon denken. Run. Also, stehst du mehr auf Arsch oder auf Titten? Beides! Wie kann man denn den Dab nicht kennen? Ich weiß nicht, ob der jetzt immer noch im Hype ist oder sonst wie. Nämlich das Dab. Ach so, ups. Ich meinte natürlich den Dab. Dann nehme ich das zurück. Du weißt anscheinend doch, was das Dab ist. Auf jeden Fall kam dann einfach Miss Killerblick auf mich zu. Und glaubt mir, während sie auf mich zukam, dachte ich mir schon so, Scheiße, Mann, der Todesblick. Scheiße, der Todesblick. Scheiße. Das sind dann immer die, die, wenn man in seiner Gruppe einen Witz äußert und die halt das mitbekommen, in der Ecke sitzen und einen mit Mordgedanken angucken. Ich werde diesen Bastard so das Messer in die Fickfresse rammen. Hilfe! Wisst ihr überhaupt, was ich meine? Nein. Oder diese Leute sind einfach nur am Tag träumen. Katja! Und wenn man mich fragt, na, Spacko Phoenix, hast du dir denn ein Souvenir mitgenommen? Wie es sich für einen richtig deutschen Touristen gehört. Also ich hab mir einen Big Ben Schlüsselanhänger geholt. Also ich hab mir ein Isle of London T-Shirt gekauft. Ich hab mir eine fucking Anti-Stress-Tüte gekauft. Und was macht man also mit seinem Diabetiker-Roller? Richtig, man fährt auf der Straße und behindert den Verkehr. Spasti! Und da sitzen auf jeden Fall wie bei so einer Dämonenbeschwörung so ein paar Doppel-X-Chromosomen im Kreis und fangen mit Gleitgel und Spiegeln bewaffnet an, sich zu fingern. Geil. Also ich hab mich ja zum Glück schon ganz früh beworben, ne? Ey, du Fickgurke, geh mal Hautarzt. Aber Mama, ich... Halt die Fresse und nerv nicht, ich will Berlin Tag und Nacht gucken. Auf jeden Fall... Gott. Danke an euch alle. Mein Glied hat sich gerade versteift. Ah, so, jetzt erstmal meine tägliche Ladung Kokain gönnen, Alter. Alter Vater, hatte ich das lang nicht mehr. Böseale Ejakulation.
Wie man anhand des Titels erkennen kann, geht es heute um ein etwas emotionaleres Thema. Ich um meinen Krebs, ich um meinen Krebs, ich um meinen Krebs, 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 Krebsi, ich um meinen Krebs, ich um meinen Krebs, ich um meinen Krebs, 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 Krebsi. Da hast du! Geil! Wuhuuu! Na, gespannt, was der Weihnachtsmann mir gebracht hat! Das ist halt irgendwo mystisch und mysteriös. Genauso wie Katjas Vagina. Was? Ich habe Husten, Schnupfen und Kopfschmerzen. Ja, also da würde ich mal sagen, entblößen Sie sich erstmal. Was? Was? Ja, Ach, Sie müssen sich doch keine Sorgen machen. Ich habe lediglich medizinisches Interesse an Ihrem Körper. An den herrlich festen Brüsten, der zarten Haut Ihrer Beine, dem geilen Arsch und der geilen engen Fotze, die ich meinen fetten, dicken Schwanz... Kannst du mal Hitler grüßen? Nichts leichter als das, antwortete Frederik. Komm mit. Einen deutschen guten Morgen wünsche ich euch, meine lieben Volksgenossen, auf dass dieses Video 100.000 Likes bekommen wird. Verdammte Scheiße, Mann! Ich ficke dich, du geile Schlampe. Okay. Nee, also jetzt mal ernsthaft. Und ich habe mittlerweile wirklich immer weniger Freizeit. Also ich bin jetzt in der 11. Klasse und da habe ich teilweise einfach oft mal bis um 5 Uhr Schule. Boah, voilà, schneid dein Video halt danach, du schwuler Hundesohn. Ja, es gibt auch noch sowas wie Hausaufgaben. Hausaufgaben sind was für Muschis, yeah. Na, ihr Nudeln? Mann, ich liebe Nudeln. Nimm Babawagen. Wie sah das denn bei denen in der Entwicklung aus? Los, Timmy, mach uns ein Hintergrundbild. Vielen Dank, Timmy. Hab ich doch gern gemacht, du dummes Stück Scheiße. Ein Blogcast, der über aktuelle Events berichtet. Kurz gesagt, wenn du dich kreativ ausleben willst, wenn du deine Meinung zu etwas teilen möchtest oder aber auch wenn du merkst, dass du... Was soll denn der Scheiß hier? Ich will doch nur Klicks. Doch die EU fickt. Ach, und by the way, ich heiße Phantomcraft, der Link unten in der Videobeschreibung und hab Sparko Phoenix beim Best of geholfen. Bitte abonniert mich, ich brauche Klicks und Abos! Ja, das war doch ein schmackhaftiges Best-of, würde ich sagen. Und Leute, warum seht ihr jetzt nochmal... Ja, meine Fresse ist gut, ihr seht die Maske. Warum seht ihr mich jetzt nochmal hier sitzen? Ich wollte einfach nochmal kurz das Jahr passieren lassen. Und was ist dieses Jahr eigentlich alles Geiles, Alter, die Flaschen, auf meinem YouTube-Channel passiert, ja? Nö. Anfang des Jahres habe ich endlich die 300 Abonnenten geschafft. Und dazu kam natürlich auch mein erster Song, den ihr alle kennt. Mein Schwanz ist groß, mein Schwanz ist richtig groß. Und da hatten wir derweil einfach schon 3.500 Klicks. Fettes Dankeschön dafür. Was ich in der Videoaufnahme vergessen habe zu sagen, und das ist natürlich überhaupt nicht bewusstseinserweiternden Substanzen zuzuschreiben, ist, dass zu dieser Zeit Richtung Februar hin bei mir Hautkrebs diagnostiziert wurde. Daraufhin habe ich mit einem Video reagiert, in dem ich mich darüber lustig mache. Und dann konnte auch ein paar Wochen später dieser Hautkrebs komplett entfernt werden und ich bin wieder absolut gesund. Zumindest körperlich. Damit ist aber noch nicht genug. Ich habe die 400 voll gemacht und ich kam in einem Video von CEO vor, weshalb ihr mir einfach die 500 voll gemacht habt. Das ist so hammergeil, Leute. Und das CEO-Video ist mittlerweile einfach das meistgelikte Video auf meinem ganzen Channel. Also, wirklich, ich liebe euch, Leute. No homo natürlich. Und damit natürlich nicht genug, Leute, denn ihr habt auch noch zum Ende des Jahres jetzt hin mir die 600 voll gemacht. Und das ist halt einfach geil.
auch seid ihr so aktiv wie noch nie. Ich habe zum ersten Mal einen Remix bekommen und Fan-Animationen. Und es existieren mittlerweile sogar 10-Stunden-Videos von mir. Reaction-Videos. Das ist eine Fanfiction und die Nacktbilder, die dir deine Abonnentin geschickt hat, vergessen, du betrunkenes Stück Scheiße. Und mir hat sogar ein Abonnenten-Porner-Premium-Account geschenkt. Also wirklich, es macht momentan so abartig viel Spaß, YouTube. Und deshalb kann ich mich nur aufs kommende Jahr mit euch freuen. Habt noch viel Spaß bei Silvester. Ich hoffe, ihr trinkt schön viel, denn nur so wird das der Scheiß gefeiert. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr schon wieder und ciao. Fuck. Ich habe gerade das erste Mal in meinem Leben ein Nacktbild versendet.